bisschen jagen gehen. Penny Hennessy und Thomas Piepekück. Ach so, weil seine Frau gestorben ist, hat, kann er ja jetzt mit anderen Frauen anbändeln. Stimmt. So, machen wir hier noch das Bett und mach mal diese, hol mal die saubere Wäsche. Kommst du noch nach Hause? Wahrscheinlich. So, du kannst noch was essen. Schalt mal einen Tabcast ein. Dann essen und noch duschen. Duschen. So, und sie soll essen und duschen. Wäre ganz schön. Ja. Okay. Was machst du jetzt so lange? Du wolltest Geld an die Wohlfahrt spenden. Genau. Machen wir mal. 100 Simoleons. Ne, 250. Oh! So. Ihr Freund müsste doch auch bald kommen. Den hat sie doch auch gefragt, ob er sie begleitet. Ui. Yay! Na komm, nee, das räumt Papi weg. Papi kann's wegräumen. Na, schön, traumhaft. Abschlussball besuchen. Den Wunsch hat sie ja auch, nö. Und auf geht's. Hier ist irgendwo ein Vogel. Da. Mephisto, fang den mal. Wieso kannst du da nur zusehen? Mach du mal was. So. Dann folgen wir mal, ganz unauffällig. Ich hoffe, ihr Freund hat sie nicht versetzt. Das wäre irgendwie traurig. Huch! Halt, Moment! Bitte, 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 lass mich den Abschlussball. Oh Gott, das geht. Oh Gott, ich dachte schon, sie dürfte jetzt nicht auf den Abschlussball, bloß weil ich sie wegen Vollmond aktiviert hatte. Wo ist denn dein Freund? Oh, schön. Wer buddelt sich denn hier aus der Erde? Irgend so ein... Toll. Tristan Piepekück. Ist der Lehrer, ne? Jo. Und der geht jetzt wieder. Galinda hatte das gemeinste und beliebteste Mädchen der Schule im Kampf um den Titel der Ballkönigin besiegt. Sie war sprachlos und wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. Schön. Hier gehen wir nach Hause. Den Vogel verkaufen wir nämlich. Nessa Rose scheint Leon in den Bann gezogen zu haben. Er ist den ganzen Abend nicht von ihrer Seite gewichen. Die sind doch schon zusammen.
Okay, aufräumen, reinigen. Wo ist Mutti? Auf dem Klo. Schön. Dann geh noch schnell duschen. Galinda hat Robert hat Galinda seine Zündung gestanden. Galinda war so glücklich, dass sie den Rest des Abends mit einem fetten Grinsen auf dem Gesicht rumlief. Leon hat Nessa Rose den ganzen Abend mit Bohle versorgt und dafür gesorgt, dass sie sich amüsiert. Die Aufmerksamkeit von Leon hat einen guten Eindruck bei Nessa Rose hinterlassen. Ja, ihre Freunde kümmern sich um sie. Das ist schön. Ballkönigin. Ja, Galinda. Das ist Galinda. Frag sie mal, ob sie mit dir in die... Robert hat Galinda seine Zuneigung. Ja, hatten wir gerade. Nessa Rosa hat Leon mit dem Ententanz beeindruckt. Leon tanzt jetzt sogar mit, dass du rockt definitiv die Tanzfläche. Ja. Schön. Sehr, sehr schön. Ach Gott. Galinda hat Robert... Ach so, auch. Schön. Nessa Rosa amüsiert sich prächtig und beginnt langsam starke Gefühle für Leon zu entwickeln. Ihr seid doch zusammen. Huch, was machst du denn da? Romantisch, bitte nicht. Wow, Galinda hat mit ein paar tollen Handschritten ganz schön Eindruck auf Robert gemacht. Leon hat Nessa Rosa seine Zuneigung gestanden. Das ist schön. Hallo, guten Tag. Sie versauen uns den Abend, Ihnen ist das hoffentlich klar. Wer ist das denn? Klaus-Peter Heiden. Geh mal weg hier. Galinda amüsiert sich prächtig und beginnt langsam starke Gefühle für Robert zu entwickeln. Das gleiche gilt für Galinda. Ja, hör auf zu meckern. Der Schulball ist zu Ende. Okay. Ja, diese Zombies sind doch gar nicht nervig. Okay, Snack, Dosensuppe und du ebenfalls. Snack, Dosensuppe. Dann Tabcast hören, Schwerpunkt Fotografie, die Krone, ach, sie fährt noch. So, Moment, möchte ich nur hübsch hinhängen. Ah, schön. Kann man das nicht auch noch an die Wand hängen irgendwie? Geht nicht. Geht nicht. Geht alles nicht. Geht alles nicht. Hä, wieso kann ich den nirgendwo an die Wand hängen? So. Die übereinander nicht? Anscheinend nicht. Na, dann verkaufen wir das erste Mal, weil das zweite ist hübscher. So. Dann möchte ich, dass du auch den Tabcast hier hörst. So, Moment. Dann kannst du eigentlich... Melena, du solltest schon essen, wenn du den Teller... Naja. So, du gehst duschen und kannst dann gleich schlafen gehen. Krone hast du jetzt nicht hingelegt, ne? Nee. Ach, ging ja auch nicht. Stimmt. Naja. Dann legen wir mal die Zeitschriften hier hin. So. Und ach, wir brauchen noch irgendwo Platz, wo wir dieses tolle
Bild hinhängen kann. Oh, rude, die Fälle? Auf zum Meckern. Or, huh? So. Zombie-Attacke. In deinen Träumen. So, Günther, entspann dich. Nee, Moment, vorher machst du mal hier sauber und dann kannst du dann entspannen. Zähne putzen, dann kannst du schlafen. Ah, zieh mal vorher vorsichtshalber schon mal die Schlafkleidung an. Da bist du ja immer so wählerisch, ne? So, du. Ah, Kinas, blockiert euch mal nicht gegenseitig die ganze Zeit. Ah, sie geht schon selber. Sehr schön. Ein Igel! Ein Zwergigel! Oh. Moment. Ach so, Kitty will gerade daran. Okay, dann behalt den Igel mal. Anruf ignorieren, bitte. Danke. Ah ja, stimmt, da war ja noch eine Party. Effi von Hüftgold. Effi von Hüftgold? Der guten alten Zeit wegen, ne? Wollten sie beide, kann ich nicht hören. Es ruckelt schon wieder. Danke. Ja, dass das immer noch eine einzigartige Erinnerung ist. Nach weiß ich nicht wie vielen Jahren eher. Thomas Piepekühl und Benny Hennessy gehen sich zurzeit ziemlich an die Kehle. Problem liegt in der Luft. Ah, ja, das hatte ich ja erzählt, dass Madame Piepekühl schwanger ist. Aber schon ganz schön lange. Ach, jemine. Das machen wir mal kurz. Reset Sim Grace Loveland. Ach, Moment. Gracie. Maggie Garmin. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme und mache das offscreen. Das ist sonst zu langweilig. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Puh, hat ja jetzt einen Moment gedauert. Das war ganz viel. Also da ist es irgendwie auch eine Herde Wildpferde stecken geblieben. Ich hoffe, das hat sich jetzt erstmal erledigt und das ruckelt jetzt nicht mehr so schlimm. Aber solche Sachen verursachen dann halt eben echt das Abstürzen vom Spiel und da muss man dann eben manchmal aufpassen, was man so macht. So, fein. Die spielen jetzt schön miteinander. Erst das Tabcast anmachen. Dann frühstücken. Für dich ebenfalls Tabcast anmachen. Und dann frühstücken. Ach, wie unsere Kätzchen sich lieb haben. Ist das schön. So, und der komische Kerl hier ist jetzt wieder ein normaler Sim. Hoffe ich. Das ist ein Problem.
Ach nee, hier ist gerade ein Zombie. Naja. Ist mir eigentlich so egal. Schön. Mhm. Du mich auch.